Hi Freunde, herzlich willkommen zum In-N-Outside-EU-Podcast, das ist Folge Nummer 38. Gewohntes Team, ich bin euer Host Jassi und der Markus wieder am Start. Und das Thema für heute erklärst traditionell wieder du. Wie immer. Wir hatten ja auf Instagram die Umfrage gemacht, was euch so interessiert. Und was mehrfach aufgepoppt ist, war, welche Supplemente für Hobbysportler gut sind. Weil sie immer die Frage stellt, was ist der große Unterschied zwischen Hobby- und Leistungssportler oder für generell einen gesunden Menschen im Alltag. Wird da gar nicht so groß differenzieren, weil es ist eigentlich immer dasselbe, was gut ist. Und alles darüber hinaus geht ja da so in eine Nische wie mit Höchstleistungssport und den individuellen Begebenheiten, dass das, ja, weiß ich nicht, den Rahmen von so einem Podcast sprengen würde und einfach sehr individuell ist. Also so allgemein gibt es sicher ein paar gute Sachen, die wir auch zum Teil unabhängig voneinander schon entdeckt haben und nehmen. Das heißt, das ist das, was wir empfehlen können, wo man auch sieht, das bringt was, wo auch die Wissenschaft und die Literatur eindeutig sagt, dass es gut ist. Genau. Ich glaube auch, ein paar Dinge sind einfach grundsätzlich eine gute Idee. Ich meine, wenn du es ganz genau wissen möchtest, dann machst halt ein Blutbild und checkst die Lage. Also. So. Aber ja, ich glaube, da können wir ja, wir haben ja eh schon im Podcast mal so grob erzählt, was wir für Supplemente nehmen, aber vielleicht sollte man das trotzdem noch mal ganz kurz so und dann halt vielleicht sagen, was man, ja, welchen Benefit wir so draus gesehen haben. Mhm. Und vielleicht noch fallen uns andere Sachen ein, die für den einen oder anderen interessant sein könnten. Ja. Fang du an. Fang ich an. Also das, was ich schon Sicherheit am längsten nehme, das ist Omega-3, also Fischöl. Das nehme ich jetzt sicher schon 15 Jahre. Kombiniert mit D3 tatsächlich, weil D3 ist ja ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, es bietet sich auch an, die beiden gleichzeitig zu nehmen. Ich nehme das meistens am Vormittag, so zu meinem schon bekannten 10 Uhr. Frühstück, danach gibt es meistens die zwei Sachen. Also ich nehme von unserem Fischöl, das wir haben, von Go Primal, immer 3 Kapseln und eine D3 quasi auch im Sommer. Und über den Winter, wenn dann weniger Sonne scheint, tatsächlich auch 2 D3 Kapseln. Mhm. Und D3 aus meiner Sicht macht halt Sinn irgendwie am Vormittag. Es ist ja ein Vitamin, das wir auch natürlich produzieren, wenn wir Sonnenlicht auf die Haut kriegen. Was auch schon der Knackpunkt ist, im Winter scheint zwar die Sonne und ihr geht raus, aber es ist kaum Haut da, dass man in die Sonne hält. Das heißt, der Körper produziert weniger. Und deswegen macht es aus meiner Sicht Sinn, das irgendwie am Vormittag zu nehmen, dass es über Mittag dann verstoffwechselt wird, weil da macht es für den Körper, denke ich, Sinn, weil es da natürlich produziert wird und nicht zum Beispiel abends, weil nachts schläft man, nachts scheint keine Sonne, da kennt es der Körper nicht so. Mhm. Also macht es aus meiner Sicht Sinn, das einfach so am späten Vormittag zu nehmen. Mhm. Weil bei mir ist es so, ich nehme eigentlich grundsätzlich Fischöl dann, also schon regelmäßig, aber manchmal auch nicht, wenn ich jetzt momentan tatsächlich viel Fisch esse. Und ich esse gerne Fisch, deswegen dann manchmal, gerade wenn die Flasche leer ist, dann brauche ich vielleicht wieder ein paar Wochen, aber das ist auch nicht schlimm. Und ja, dann ansonsten eigentlich den Rest, genau wie du, zusätzlich dazu noch Kollagen. Mhm. Eigentlich auch, das nehme ich tatsächlich durchgehend. Das nehme ich auch morgens, weil da mache ich einfach quasi ein Wasserglas mit Kreatin, O3, D3 und das Kollagen noch mit dazu. Manchmal tatsächlich auch noch, da kann ich den Namen immer nicht aussprechen, Resveratrol, dieses Traubenkernextrakt, OPC heißt es abgekürzt, glaube ich. Einfach so ein bisschen, sagt man ja, bindet freie Radikale, bla bla. Aber Mai, da habe ich halt so ein paar Kapseln zu Hause gehabt und ja. Habe ich jetzt nicht einen großen Unterschied gemerkt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man den dann merkt. Ja, das ist es eben. Also ich glaube, alles steht und fällt, hängt sowieso dran, wie gut ihr euch ernährt. Ich ausgewogen ernährt, mit viel genug frischem Gemüse, frischem Obst, und da viel genug drin ist, ist die Notwendigkeit von so einer Nahrungsergänzung nicht so gegeben. Wie gesagt, wenn man viel Fisch isst, braucht man jetzt aber Fischöl substituieren. Und wenn man viel draußen ist, genau. Muss man auch nicht, ja. Und vielleicht gleich so als Disclaimer, alle Sachen, die wir jetzt sagen, ersetzen keine vernünftige Ernährung, ersetzen nicht ausreichend Trinken und ersetzen nicht genügend Schlafen. Magnesium habe ich noch vergessen abends. Ja, ja, die wollte ich alle noch der Reihe nach jetzt quasi ansprechen. Und zum Fischöl vielleicht zurück, das ist also der gemeinsame Nenner. Die drei habe ich ja auch schon gesagt, das sind eigentlich beides. Fischöl macht das Blut ein bisschen dünner, das heißt, es macht, dass das Blut ein bisschen geschmeidiger fließt und ist entzündungshemmend. Also es ist so ein bisschen natürliche Form von Aspirin. Mhm. Aspirin macht ja im Endeffekt das Gleiche und Fischöl macht es eben auch. Und D3 ist halt wahnsinnig wichtig für das Immunsystem.
hat man ja auch mit zu Corona-Zeiten gesehen, dass schwere Fälle auch oft in den Krankenhäusern auch mit den drei Infusionen auch behandelt wurden, weil es so wichtig ist für das Immunsystem, wichtig auch für die Virenabwehr und so weiter. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass das durchgehend einen hohen Level hat, weil die meisten verbringen doch viel Zeit drinnen, weniger Zeit draußen. Und wenn draußen, nicht wenn gerade Hochsommer ist, auch ziemlich bedeckt, das heißt, die Haut hat gar nicht die Chance, so viel T3 zu produzieren. Genau, und wir beide haben es bis jetzt geschafft, toi, 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 dass Corona uns vorbeigegangen ist. Und wir hoffen mal, dass es daran liegt, dass wir so fleißig unsere Fischöl und T3 nehmen. Es wird ja auch präventiv jetzt schon empfohlen, einfach um das Immunsystem stark zu halten. Vielleicht liegt es auch einfach in der Blutgruppe, das sagen auch viele. Ja, ich weiß meine leider gar nicht. Also meine ist anscheinend die, die am wenigsten betroffen ist. Aber ja, keine Ahnung, wir hoffen es auf jeden Fall. Genau. Schaden kann es nicht, wenn man es nimmt. Genau, die beiden Sachen einfach sind so grundlegend gut für den Körper. Warum Omega-3 generell nimmt, unsere Ernährung noch vor der Industrialisierung oder bevor wir Großackerbau und Viehzucht betrieben haben und mehr so Jäger-Sammler waren, war Omega-3 zu Omega-6 ungefähr 1 zu 2 verteilt im Körper. Da war ein ganz gutes Gleichgewicht damit, auch von Entzündung und Entzündungsbekämpfung. Und in der modernen Gesellschaft, wenn man nicht darauf achtet, kann das auch mal 1 zu 20 sein. Also das Omega-6 20-fach im Verhältnis zu Omega-3 ist. Und das führt dann zu deutlich mehr Entzündungsprozessen im Körper. Also deswegen ist es an sich schon gut, wenn man jetzt nicht ausgesprochen viel Fisch isst, zu schauen, dass man Omega-3 substituiert. Es ist auch im Fleisch drin, es ist auch in Butter, Eiern drin, von wirklich freilaufenden Kühen, also dieses Grass-Fett und auch Hühnern, die müssen auch draußen sein, Sonne, und wirklich draußen fressen. Dann ist, weil sie auch Fett ist, ist es in dem Fettgewebe der Tiere oder in den Produkten der Tiere auch mehr gespeichert. Irgendwas aus der Massentierhaltung ist das auch nicht drin. Ich habe auch gerade überlegt, so die Entzündungswerte sind ja bei vielen Leuten auch erhöht, wenn sie wahnsinnig viel Zucker konsumieren. Und das ist einfach sowieso ein Problem unserer Gesellschaft. Und da kann man dann vielleicht zumindest, also das ersetzt natürlich nicht eine ausgewogene Ernährung, haben wir schon gesagt, aber dem entgegenzuwirken, wir haben einfach viele Einflüsse, wo wir teilweise ja schwer dran vorbeikommen, ist so. Ja, den Körper einfach unterstützen damit. Das ersetzt nicht, dass, ja, dass ich mich besser ernähre, aber es unterstützt den Körper und macht es ihm leichter. Ja. Sagen wir es so. Genau, dann war Kollagen bei dir. Das nehme ich phasenweise, wenn ich das Gefühl habe, mir tun meine Gelenke mal weh, weil aus welchem Grund auch immer, viel Stress und so weiter. Dann mal so 2 Wochen meistens Kollagen jeden Tag und dann geht es denen einfach besser. Also Kollagen ist so ein Baustoff auch für Gelenke, Knorpel, Sehnen, Bänder. Und wenn es da ein bisschen zwickt, weil man sich ein bisschen wenig bewegt oder zu viel bewegt, kann es helfen, wenn man Kollagen zu sich nimmt. Ich merke tatsächlich gar nichts von. Ich nehme es einfach pauschal. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn ich es weglasse, dass ich mich dann irgendwie schlechter fühle oder besser, wenn ich es nehme. Also es ist auch nicht so, dass ich es merke, wenn ich es weglasse, sondern ich merke, wenn ich Gelenkprobleme habe, und nehme es dann wird es besser. Also wenn ich es jetzt durchgehend nehmen würde, wäre es wahrscheinlich genauso. Aber merke eher, wenn ich nichts habe, dann ist es egal. Aber wenn ich was habe, dann unterstützt es mich. Ja. Genau. Was hast du noch gesagt gehabt? Magnesium? Magnesium. Magnesium ist generell gut fürs Nervensystem. Also ist eher so ein entspannender Mikronährstoff. Deswegen sollte man Magnesium auch abends nehmen. Also vor dem Zu-Bett-Gehen. Im Körper ist es so, dass gerade so in der Früh raus, bevor ihr aufwacht, der Kalziumspiegel steigt, um euch ein bisschen zu aktivieren. Und so Nachmittagabend steigt dann dafür der Magnesiumspiegel im Körper an und fährt euch ein bisschen runter, macht euch bereit für die Nacht. Und um dem nicht quasi eins so ein Stöckchen zwischen das Radl zu schmeißen, nicht das Magnesium in der Früh nehmen, weil da boykottiert ihr euch selber, sondern Magnesium eher abends. Das muss dann jeder für sich ein bisschen rausfinden, ob ihr es eine Stunde vorm Schlafengehen nehmt oder 2 Stunden oder 4 Stunden, wie euer Körper darauf reagiert, wie schnell ihr es aufnehmt. Aber es ist dazu da, euch ein bisschen runterzufahren und den Schlaf kann es ein bisschen verbessern oder auch einen Tick tiefer machen. Ich finde es insofern auch ganz sinnvoll, weil manche Leute sagen ja, wenn sie zu viele Kapseln nehmen, dass sie schlecht reagieren auf die Kapsel als solches. Also die, wie sagt man, der Hüllstoff drumherum. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, wenn du da Probleme hast, dass du es ein bisschen aufteilst. Ich merke tatsächlich, wenn ich das Magnesium nicht nehme, also das ist tatsächlich mein Supplement, wo ich am schlechtesten dran denke, aber es gibt so Phasen, wenn ich viel trainiere und ich nehme es dann nicht, dann fällt es mir auf, dass ich es nicht genommen habe. Und wenn ich es dann wieder nehme, dann geht es mir im Training tatsächlich besser. Schlafen kann ich eigentlich immer ganz gut. Und ich meine da auch mal was gelesen zu haben. Ich weiß nicht mehr genau, woran es liegt, aber
ich bin tatsächlich ein bisschen leichter. Also ich ziehe weniger Wasser, wenn ich Magnesium nehme. Beziehungsweise habe auch das Gefühl, dass ich weniger Heißhunger habe. Und ich nehme an, das liegt am Leptin. Könnte sein, ich glaube, da ist Magnesium irgendwie mit involviert. Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Ich glaube, dass Magnesium an 300 Prozessen im Körper beteiligt ist. Also schadet es nicht. Also ich meine auf jeden Fall, die Heißhungerattacken kriegt man mit Magnesium. Also bei mir manchmal kriege ich damit den Griff. Mhm. Interessant. In Schokolade ist auch Magnesium drin. Deswegen... Das ist mir aufgefallen. Je höher, das haben wir wieder das alte Thema, je höher qualitativ die Schokolade ist, 90%, desto weniger isst du davon, desto mehr ist der Heißhunger weg. Das stimmt. Ja. Da bin ich immer ganz erschrocken, wenn ich dann teilweise sie einfach wegstelle. Dann denke ich mir so, hey, das ist doch viel zu schade, jetzt ist sie auf. Und dann denke ich mir so, nee, hübsche dir. Da fühlt man sich gut, genau, aber es ist wirklich so, ja. Braucht es gar nicht. Ja, Kreatin, kann man noch ein bisschen quatschen, oder? Kreatin, ja. Ist ja so ein bisschen... War ja mal vor ein paar Jahren so, hat er so einen richtig schlechten Ruf, weil ich glaube, viele Leute damit so assoziieren, damit bist du sofort irgendwie ein riesen Bodybuilder oder was weiß ich was. Ich glaube auch so krass Pumper und Massephase. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen schade, weil dann hat man immer so dieses, keine Ahnung, ist ja nie das Bild von einem normal Trainierenden irgendwie in den Medien, sondern ist ja dann immer irgendwelche extremen Beispiele. Und dann, die ja. Vielleicht auch mehr nehmen wie Magnesium, wie Kreatin, damit sie es ausschauen. Ja. Ja, es hat generell viele Vorteile. Kreatin ist in unserem Muskelstoffwechsel beteiligt, also auch für die Energiebereitstellung. Und ich habe heute noch mal ein bisschen recherchiert, auch an vielen Denkprozessen. Also es ist in ganz, ganz vielen Sachen im Körper drin, kann auch bei Depressionen und bei psychischen Störungen oder psychischen Krankheitsbildern kann es einen positiven Effekt haben. Und es fördert auch die Regeneration. Also so ein erwachsener Mensch hat so um die 120 bis 150 Gramm davon im Körper, in den Muskeln, auch zum Teil in den Organen. Und wenn der Spiegel wahnsinnig nieder ist, weil man zu wenig Fleisch isst, also es ist hauptsächlich in Fleisch und Fisch enthalten, wenn man da zu wenig isst, weil man sich vegetarisch ernährt oder vegan, sollte man das dringend substituieren, weil es einfach der Körper für viele Prozesse braucht, um einen gesunden Stoffwechsel zu haben. Ich glaube, wir sollten da sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und das noch mal genauer erklären, weil im Prinzip ist ja jetzt das ATP, sage ich mal, der Energiewert der Zelle. Und das ist ja, was du gerade gesagt hast, egal ob Denkprozess oder Trainieren oder was weiß ich was, irgendeine Form von Energie müssen wir bringen. Und je schneller quasi die Zelle wieder ihr ATP bekommt, desto besser läuft. Deswegen sind zum Beispiel auch, wenn du Trainingspausen machst, die großen Muskelgruppen also halt schneller wieder versorgt als so kleine Muskelgruppen. Also wenn die zum Beispiel mal leer sind, dann sind sie halt leer. Ja. Und je schneller du quasi wieder Energie zur Verfügung hast, desto besser kannst du trainieren und desto besser kannst du im Prinzip auch deine Leistung bringen. Von daher gesehen ist halt genau das, was das Kreatin halt macht. Du hast da halt eventuell einen Vorteil davon. Klar, wenn du jetzt von der Nahrung, sag ich mal, voll bist, bist du voll. Aber ja, du kannst nicht übermäßig speichern. Du kannst jetzt deinen Speicher nicht abnormal voll machen, sondern du kannst nur das, was der Körper speichern kann, auch wirklich voll machen. Ja. Nur die meisten haben ein Defizit, weil sie zu wenig Fleisch essen oder zu wenig Produkte, auch vielleicht Fisch, kommt man immer wieder drauf, dass Fisch gut ist, dass der Speicher ausreichend gefüllt ist. Man merkt es erstmal so nicht. Aber so einer der Haupteffekte ist eben, dass man schneller regeneriert, deswegen bringt es auch den schnellen Muskelfasern mehr, dass es schneller wieder der Körper ATP auffüllen kann. Deswegen bringt es für Kraft in erster Linie mehr. Deswegen hat man lang gesagt, für einen Ausdauersport bringt es nichts, aber mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, okay, es bringt nicht direkt was, aber man erholt sich schneller und die Energiebereitstellung springt trotzdem schneller. Ja, und Regeneration ist ja auch eigentlich gleichzustellen mit Alterungsprozess, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es ja jetzt auch nicht nur vielleicht im Training interessant, sondern einfach auch grundsätzlich ist es eine gute Idee, wir hatten es ja schon mal im Podcast gesagt, einfach für einen guten ATP-Haushalt einfach zu sorgen. Weil egal, was es ist, ob es jetzt gesund leben ist oder einfach lange gesund bleiben ist, ich glaube, das hat auf jeden Fall einen Vorteil. Ja, da wollte ich gerade drauf kommen, weil deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, wo ist der Unterschied? Mittlerweile empfiehlt auch die Sportwissenschaft und die normale Medizin, dass ältere Leute Kreatin nehmen sollen, weil es dem Muskelabbau ein bisschen entgegenwirkt und einfach die Speicher füllt und ältere Leute einfach meistens auch weniger essen und damit auch weniger zu sich nehmen. Und da man jetzt ja auch drauf kommt, dass es eben bei psychischen Erkrankungen, zum Teil bis auch Alzheimer hin, und so ein bisschen fördern kann, dass das Gehirn besser durchblutet ist. Und den Zusammenhang zwischen Bewegung und einem gesunden Gehirn kennt man ja inzwischen auch. Und wenn man einfach im Alter weniger isst, weniger sich bewegt, lässt auch die Gehirnleistung nach. Mhm. Wenn man aber einen stabileren Körper hat und sich besser fühlt, dann macht man auch mehr, dann bleibt das Gehirn fitter. Ja. Also es ist auch kein Fehler, es den
älteren Menschen oder euren Eltern zu geben. Also das ist wirklich, es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, oh, Kreatin, das kannst du nur phasenweise nehmen und das macht die Nieren kaputt und so. Ist alles nicht so. Man muss ausreichend trinken, ja. Es zieht ein bisschen Wasser, so in den ersten Tagen kann man ein bisschen zunehmen. Ich glaube, man sagt so bei einem 80 Kilo schweren Mann kann das ein Kilo ausmachen. Es zieht das Wasser in die Muskulatur. Es ist nicht so, dass es im Unterhaut Fettgewebe sich einlagert oder so, dass sie aufgeschwommen ausschaut, sondern das Kreatin zieht das Wasser mit in die Muskulatur. Es ist so, dass ein Molekül Kreatin vier Moleküle Wasser bindet und die zieht es mit in die Muskulatur. Deswegen haben die Muskeln dann ein bisschen mehr Volumen. Deswegen hat man es früher so verbunden mit, ja, so nur für Pumper zum Aufblasen. Mhm. Aber mittlerweile weiß man eben, dass es sehr, sehr viele positive Wirkungen hat. Also man kann es eigentlich jedem nur empfehlen. Man sagt so 3 Gramm pro Tag kann man konstant dahin nehmen für einen 70 Kilo Menschen. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, wo man sich selber einschätzt, wenn jetzt jemand 100 wiegt, kann er wahrscheinlich auch 4 bis 5 Gramm nehmen. Wenn, gut, du trainierst jetzt viel, also bist du auch bei 3 Gramm, aber wenn du jetzt nur für alltags nehmen würdest, für Gesundheit, würden bei dir wahrscheinlich auch 2 Gramm reichen. Also das kann man da schon ein bisschen anpassen, muss man wahrscheinlich auch selber schauen, wie es einem damit geht, man merkt es ja irgendwann. Genau, es ist auf alle Fälle für mehr Leute zu empfehlen, als man denkt. Also die meisten denken, oh, ich will ja keine Muskeln. Ja? Hm. Darum geht es nicht. Es ist nicht so, dass ihr über Nacht Kreatin nehmt und dann schwacht ihr am nächsten Tag auf und habt Muskelberge. Da muss man schon dafür trainieren. Also von allein geht das nicht. Ja, das war im Prinzip auch genau das, was ich sagen wollte, weil das hörst du ja ganz oft gerade von Frauen so, ja, das will ich nicht nehmen, weil ich will nicht so ausschauen oder nicht so breit ausschauen. Aber es ist ja im Prinzip... Ich mag ja diesen Ausdruck toned nicht, weil das ist ja auch in der Werbeindustrie so krass, aber das ist halt schon, wenn der Muskel einfach ein bisschen mehr Volumen halt hat, dann kann das durchaus natürlich besser ausschauen und da ist das Wasser in Anführungsstrichen halt gut. Ja, also, da schaut die Haut ja dann straffer aus, wenn du den Muskel. Also es ist jetzt nicht so, dass du deswegen Wasser ziehst und irgendwie schwammiges Gewebe hast, sondern das sieht halt einfach, kann deswegen dementsprechend auch in der Figur, sage ich mal, nach weniger ausschauen als andersrum. Macht das Sinn? Ja, das wirkt halt dem Skinny Fat entgegen. Ja, genau. So, genau. Das würde es auf gut Deutsch ganz gut treffen. Also hat auf jeden Fall keine Nachteile. Ich meine, es gibt ganz wenig Leute, wenn zu viel nehmen, glaube ich, kriegen Durchfall von. Ja, aber da bist du bei 20 Gramm am Tag aufwärts und das ist eine Mühe. Genau. Was man zum Kreatin nur sagen muss, es funktioniert am besten tatsächlich auf nüchternen Magen. Echt? Ja, weil wenn das zu lang im Magen ist und die Magensäure zu lang rumdoktert, wird ein Teil davon inaktiv. Also das wusste ich nicht. Und man soll es immer mit einer Kohlenhydratquelle nehmen, weil es quasi mit dem Insulin schneller in die Zelle befördert wird. Das heißt, die Aufnahme geht schneller, wenn du es zum Beispiel in irgendeinem Saft einrührst und damit trinkst. Ich dachte, das ist ein Mythos. Nein, das ist tatsächlich so. Okay, ich dachte, das ist ein Mythos. Ich dachte, man kann das nehmen. Ganz früh hat man immer gesagt, es muss Traubensaft sein. Ja, so das weiß ich. Ist ein Schmarrn. Weil irgendwer gesagt hat, mal Traubenzucker und alle so, oh, Traubensaft. Gute Idee. Nee, also es muss halt nur irgendeine Kohlenhydratquelle dabei sein. Und am besten auf nüchternem Magen. Und das heißt dann in dem Fall wenig Fett, weil Fett ja die Aufnahme von allem anderen im Magen ja ein bisschen verlangsamt, weil es das Fett ja rundum legt. Wisst ihr selber, wenn ihr auf ein Glas Wasser einen Tropfen Öl macht, dann ist die Oberfläche bedeckt. Das heißt, wenn das Essen dann im Magen ist oder der Drink mit was auch immer und ihr habt Fett dazu, umgibt das Fett das und verlangsamt die Resorption. Wobei ich, glaube ich, auch sagen kann, das ist wieder das Thema, nicht eine Wissenschaft draus machen, das ist dann sekundär, so wichtig ist es nicht, weil ich nehme es auch immer dafür und ich merke einen Unterschied, ob ich es nehme oder nicht. Und nehme es auf nüchternen Magen. Also. Ja, aber du nimmst es auf nüchternen Magen. Achso, ja, aber keine Kohlenhydrate dazu. Ja, genau, aber... Es ist, um es noch zu optimieren. Also ich glaube, Optimalfall ist auf nüchtern Magen mit Kohlenhydraten. Der nächste Fall ist dann auf nüchternen Magen. Und dann, bevor man es gar nicht nimmt, nimmt man es halt zum ganz normalen Essen zum Beispiel. Ja. Du nimmst keins gerade, oder? Ich nehme gerade keins, aber nachdem ich jetzt so viel recherchiert habe, fange ich jetzt auch wieder an. Ja, also ich kann echt nur sagen, ich merke tatsächlich, wenn ich jetzt halt trainiere, dass ich über die Sätze halt immer wieder die Leistung leichter bringen kann. Weil ich eher so der Typ bin, ich kann das quasi einmal und danach flaut es sehr stark, sehr schnell ab. Und das habe ich damit tatsächlich nicht. Also, ja. Ja, die Energiebereitstellung ist schneller wieder da. Ja. Genau, und um nochmal auf den Ausdauersport zurückzukommen, dieses Regenerieren. Durch das, dass man damit schneller regeneriert, kann man auch die Umfänge erhöhen, was im Ausdauersport ja das A und O ist. Ja, also es läuft ja fast nur über Umfänge. Das heißt, wenn es da in Anführungsstrichen keine direkte Leistungsverbesserung gibt, du aber mehr trainieren kannst, hast auch einen riesen Benefit davon. Also das muss nicht immer gleich sagen, okay, ich kann dann mehr Watt treten, sondern ich kann einfach vielleicht eine Einheit pro Woche mehr machen oder meine Laufeinheiten oder was auch immer einen Tick erhöhen und kann damit mehr Trainingsreiz setzen.
Wie siehst du das Thema Koffein? Ja, wenn man es braucht. Ist ja auch also, leistungssteigernd nachgewiesen. Es ist, ja, aber es fällt ja auch ein bisschen ab, wenn man daran gewöhnt ist. Also wie so Kaffeetrinker haben nicht mehr, wenn du täglich dein Koffein hast, hast du nicht mehr so diesen Boost, diesen so Duracell-Häschen. Wenn du mal ein paar Wochen keinen Kaffee trinkst oder kein Koffein hast und machst das dann, dann merkst du wieder, wie es pusht. Also das schon gibt angeblich auch so eine Wechselwirkung zwischen Kreatin und Koffein, dass sich die ein bisschen aufheben, also dass die alle körperliche Reaktion vom Kreatin bleibt, aber das Koffein die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Mhm. Was interessant ist, weil sonst sagt man ja immer, Koffein ist eigentlich ja eher leistungsfördernd und steht ja auch bei manchen Sportarten auf der Dopingliste. Ich glaube, bei allen in einer gewissen... Ja, ab einer gewissen Menge, aber das ist mit normalem Kaffeekonsum nicht zu kriegen. So Fun Fact am Rande, da gab es vor 20 Jahren im Beachvolleyball tatsächlich meinen Fall. Da hat Lipton Ice, dieser Eistee, war Hauptsponsor und die Dopingkontrollen gab es schon und beim Beachvolleyball schwitzt man ziemlich viel und der entsprechende Mann konnte halt nicht bieseln, also hat er, weil Eistee da war vom Sponsor, halt irgendwie 13 Dosen Eistee getrunken und war dann positiv auf Koffein. Oh Mann. Was aber keine Auswirkung hatte, weil die Dopingkontrolleure es ihm auch hingehalten haben. Also, ja. Genau, aber dass man es mal sieht, da braucht schon abnorme Mengen, weil kein Mensch trinkt sonst 13 Dosen Eistee oder so viel Kaffee. Genau, also das Koffein, wenn es jetzt nur Kaffee oder Tee ist, würde es jetzt gar nicht so berücksichtigen. Ich finde, das führt mir eher zu Punkt, ob man Pre-Workout-Booster braucht. Oh, interessant. Also ich finde, das ist die größere Geschichte, die mich eigentlich stört. Wenn man Leute sieht, die vor jedem Training sich einen Booster reinhauen müssen, dann stellt sich die Frage, ob das überhaupt mit deinem Leben so vereinbar ist, dass du so viel Sport machst, dass du jedes Mal einen Booster nehmen musst, weil du sonst nicht trainieren kannst. Sollst du vielleicht eher mal Pause machen, als zu trainieren. Also das ist, glaube ich, nur interessant tatsächlich für Leute, die das hobbysportlermäßig eben vielleicht im Wettkampfsport machen. Und da kann ich nur sagen, ich habe mir noch nie einen richtigen Booster reingehauen. Und ich bin auch nicht jemand, der viel davon hält, jetzt zum Beispiel, wenn du dir jetzt einen Red Bull oder ein Monster oder was zum Training nimmst. Es macht für mich nicht so den Sinn, mir das vorher reinzuhauen und schnell, sondern wenn, dann macht das tatsächlich Sinn, wenn du jetzt, sage ich mal, einen schweren Tag hast, wo du, also jetzt in meinem Fall, ich habe Tage, da dauert es relativ lang und ich habe dann ziemlich viele Lifts, die sehr schwer sind, also zum Beispiel mal einen schweren Dip und einen schweren Squat, dann merke ich dann schon, wenn ich jetzt ein Monster über 2 Stunden trinke, dann ist da einfach ein bisschen mehr Dampf dahinter und jetzt gerade, sage ich mal, so die 2-3 Wochen vorm Wettkampf, tut es ganz gut, weil dann hast du halt gute Trainingswerte. Das ist halt dann im 1AM-Bereich, das ist ganz cool. Aber jetzt zum Beispiel mit 2 Red Bulls vorher einfach reinzuziehen und danach einfach bist du vielleicht so überdreht, dass du gar nicht mehr weißt, was du tust, das kann auch komplett nach hinten losgehen. Also, ja, oder dir dann sogar wehtust, weil du so einen riesen Hype vor dir herschiebst. Das ist ein Schmarrn. Also das siehst du ganz oft, dass sich Leute einfach teilweise viel zu viel hypen. Das siehst du auch auf dem Wettkampf ganz oft. Und da geht halt dann die Konzentration auch weg. Also ja, manchmal ist es zu viel, dann siehst du halt, keine Ahnung, ganz, ganz laute Musik und ganz viel Booster und Ding und dann sind sie so, sind sie wie so ein Duracell-Häschen und dann bringt es einfach nichts. Also ich denke auch, dass es ist auf gar keinen Fall was für jeden Tag und jedes Training. Das ist ganz sicher Also wenn nicht. Du das brauchst, damit du dich überhaupt bewegen kannst, dann hast du ein Problem. Dann brauchst dringend jemanden, der sich um dein Leben und dein Training kümmert, weil das ist der Weg wirklich ins Grab, weil das bringt dann irgendwann um. Weil du fährst die ganze Zeit über dem, was dein Körper kann. Das macht gar keinen Sinn. Das hat weder was mit Leistungssport zu tun, noch was mit, sage ich mal, auch normalem Training für einen Otto-Normalverbraucher. Genau, das null. Ist für gar niemanden sinnvoll. Es ist einfach nur dumm, Körper die ganze Zeit so unter Stress setzen. Und was man vielleicht ansprechen soll mit den ganzen Boostern, dass man sagt, okay, zum Wettkampf mal oder ihr habt einmal einen schlechten Tag im Monat, das ist ja völlig fein, da sowas mal machen. Aber nicht jeden Tag, aber gerade wer Wettkampfsport macht, und für die Leute hast du gerade gesagt, kommt es ja in Frage, müsst ihr echt aufpassen, was ihr nehmt, weil die meisten, die irgendwie gerade im Crossfit-Bereich oder so dann mit Doping erwischt werden, hatten halt irgendeinen Booster von irgendeiner komischen Firma, wo halt dann verunreinigt war. Und das ist kein Witz. Also damit erwischt es wirklich die allermeisten beim CrossFit in den Dopingkontrollen, dass sie irgendein Supplement genommen haben, das halt verunreinigt war. Und ich kann euch nur sagen, ich habe ja mal 2 Semester Chemie studiert. Das ist nicht so speziell, dass man sich vorstellen muss, naja, da muss dann schon explizit darauf getestet werden. So leicht oder so schwer ist es nicht, sondern ganz im Gegenteil. Man kann da chemisch schon sehr schnell rausfinden, ob da was dran ist oder nicht. Also da kannst du schon auf so Gruppen testen, beziehungsweise einfach auch von irgendwelchen Ausschlägen
das dann sofort erkennen. Ich kenne es auch jetzt, sage ich mal, ländlich von Dopingkontrollen im Pferdesport. Also die sind schon sehr genau. Da braucht man sich nicht denken, dass man da durchhuscht. Also da musst du schon wirklich genau Bescheid wissen. Die Messgenauigkeit auch so verändert hat, dass früher, wenn was verunreinigt war, hat man es vielleicht gar nicht messen können, aber heutzutage hat man so gute Messgenauigkeit, dass man eben schon geringste Spuren feststellt. Deswegen, wer Wettkampfsport macht und wirklich auf Wettkämpfe fährt, auf, wenn es nur regionale sind, es gibt, je nach Sportart hängt es davon ab, ob eine Dopingkontrolle ist oder nicht. Es gibt die Kölner Liste, wo alle zugelassenen Medikamente oder Sportsupplemente drin sind, die ganz sicher clean sind. Also die werden getestet, die müssen da eine Zulassung machen dafür. Und wenn die da drin stehen, ist es safe. Wenn ihr irgendwas vom Dritthersteller kriegt, den ihr gar nicht kennt, mein Klassiker, du bestellst dir dein Eiweiß oder was auch immer, dein Loco irgendwo, und in der Packung ist dann von dem Anbieter noch 2 Packerl Booster. So, das ist das Rezept für richtiges Unglück, weil erstens, wenn du schon mal was geschenkt kriegst, kann es meistens nicht so hochwertig sein. Und da ist die Chance am größten, dass das irgendwie aus einer Fabrik kommt, die auch noch andere Sachen machen. Und dann ist es einfach verunreinigt. Und das wäre das Allerdümmste, wenn du wirklich ein sauberer Athlet bist, dir, weil du denkst, so ein Booster ist mir eine gute Idee, damit quasi dein Blutbild kaputt machst und dich angreifbar machst. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es bei uns in Deutschland so ist, aber ich weiß, dass jetzt zum Beispiel in der Türkei oder in den USA, da kriegst du ja alles, auch in der Apotheke kannst du dir alles holen. Deswegen, die interessieren sich nicht dafür. Manche denken halt, ja, naja, wenn es frei verkäuflich ist, dann muss es ja zugelassen sein. Nee, zum Beispiel sowas wie Teufelskralle, meine ich, ist auch auf einer Dopingliste und das kriegst du halt einfach überall. Also weiß jetzt nicht, ob es noch so ist, aber war auf jeden Fall mal. Ist auch egal, was ich nur noch sagen wollte zu den Boostern. Selbst wenn man so Sachen nimmt, jetzt für einen Wettkampf, macht es auch Sinn, dass man das zu Hause erstmal getestet hat, um zu wissen, wie man darauf reagiert. Wenn ich jetzt nie sowas nehme, sage ich jetzt mal zum Beispiel, nimm nur mal einen Red Bull. Wenn ich den im Training vorher noch nie getrunken habe, dann wäre es dumm, es am Wettkampf zum ersten Mal zu machen. Jetzt das Gleiche, wie wir gesagt haben, es kommt ja niemand auf die Idee, bei einem, zum Beispiel bei einem Laufwettkampf, ein paar neue Schuhe zum Laufen anziehen. Also das läufst du auch ein. Ja. Das ist einfach, wenn man solche Sachen vorhat oder sich denkt, für einen Wettkampf könnte es eine gute Idee sein, trotzdem mal im Training probieren. Aber wie gesagt, halt vorsichtig sein mit dem, was ihr nehmt. Macht euch da wirklich schlau, wenn ihr an Wettkämpfen seid, weil ihr macht euch damit halt die ganze Arbeit kaputt. Und je nach Sport bist du dann wegen so einem Blödsinn 2 bis 4 Jahre gesperrt und hast dir damit deinen Sport zugrunde gemacht. Das hat einfach keinen Sinn. Was haben wir noch für Supplemente? Vielleicht das Gegenteil von so einem Booster. War ja schon Magnesium zum Runterfahren. Wir haben ja hier das Recover, das ja auch auf Magnesium basiert und viele pflanzliche Wirkstoffe drin hat, das alle, die wir jetzt hier so haben, wahnsinnig gut vertragen und sogar, dass die Schlafqualität sehr hoch geht. Also ich nehme es äußerst selten, weil ich bin auch jemand wie du, der schläft einfach wahnsinnig gut, aber ich sehe an der Recovery dann mit meinem Whoop, dass am nächsten Tag einfach deutlich noch mehr tiefer geschlafen habe. Also das zeigt es mir schon an. Und was auch in die Richtung geht, ist CBD, also Hanföl. Der nicht heimmachende Teil, die CBD-Sachen, die wir haben, die sind auch THC-frei. Soweit THC-frei geht, man steht 0,0 drauf, aber da gibt es noch etliche Nachkommastellen. Es muss ja alles gefiltert werden und 100% rein ist immer schwierig, aber das ist unter jedem Grenzwert drin. Und das kann man ja auch nehmen, um den Körper ein bisschen runterzufahren, gerade wenn Magnesium vielleicht nichts hilft. Das wirkt nochmal über das endokannabinoide System im Körper. Das heißt, ihr habt nochmal einen anderen Zugang, den Körper ein bisschen runterzufahren, das Nervensystem zu beruhigen. Also es gibt es ja in Tropfenform, also wirklich in Öl auf die Zunge. Oder wir haben ein Gummibärchen da, wenn man diesen grasigen Geschmack auf der Zunge nicht mag. Man soll sie dann lange im Mund lassen. Das mag auch nicht jeder. Kann man auch in Gummibärchenform zum Beispiel machen. Jazz zum Beispiel nimmt das. Einfach um besser runterzufahren und zu schlafen. Weil wenn sie immer hier ist bis 21, 30 mit Coach und so weiter, bis man dann heimkommt, bis man dann schläft, hilft es halt, wenn man ein bisschen da nochmal runterfahren kann. Genau. Ich nehme es nicht, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Benefit davon gesehen. Ich habe es auch daheim logischerweise und ich nehme es manchmal. Also da ist es ähnlich wie beim Recover, dass wenn ich es nehme, ich tiefer schlafe, dass man das schon deutlich sieht, Herzfrequenzvariabilität auch hochgeht. Aber das ist halt auch so einmalig. Ich nehme es jetzt nicht jeden Abend, weil dann, glaube ich, stumpft der Körper auch ab, wie bei allen Sachen. Es ist ja keine Lösung, was immer zu nehmen. Eigentlich solltest du ja so in der Lage sein, dein Leben zu bestreiten, ohne dass du immer irgendwelche Hilfsmittel brauchst. Und das kann man mal in Stressphasen auch nehmen. Es ist mit Sicherheit besser, wie mit Schlaftabletten oder Ähnlichem anfangen. Erstmal über die natürliche Schiene versuchen, das zu lösen.
Also bei argen Schlafproblemen hört man sagen, entweder mal Recover probieren oder CBD. Nicht gleich beides gleichzeitig, so wieder so die Denke der Menschen, viel hilft viel. Nein, weil dann weißt nicht wieder, was geholfen hat. Ja, ja. Ich glaube jetzt auch, wenn du jetzt vielleicht dich jetzt wirklich auf so einen harten Wettkampf, wie jetzt zum Beispiel die WM vorbereitest, okay, dann ist das jetzt einfach auch ein amplizierter Stress, logischerweise. Aber jetzt normalerweise, wie du sagst, wenn du das Leben einigermaßen im kontrollierten Rahmen, ja, das ist ein falscher Ausdruck, deswegen habe ich das nicht gesagt, aber wenn das jetzt, sage ich, einigermaßen im normalen Rahmen abläuft, dann solltest du ja eigentlich gut schlafen können, deswegen, keine Ahnung. Ja, ja, wie gesagt, das ist etwas für Ausnahmefälle, was CBD auch noch macht, ist, dass es auch entzündungshemmend ist. Es hilft auch nochmal gegen kleine Entzündungen im Körper. Ja. Ich glaube, gibt es mittlerweile auch als Salben und Tinkturen zum Draufschmieren. Also es ist, wie alle Sachen, die wirken, werden dann in der Werbung zu der eierlegenden Wollmilchsau erklärt und hilft gegen und für alles. Ich denke, da muss jeder für sich selber dann ausprobieren, was ihm wirklich hilft oder was ihr wirklich hilft. Was hältst du von so, halt ja oft in der Werbung auch da groß erklärt, stoffwechselanregende Sachen wie Grüntee, Extrakt, Chili, so Zeugs? Mit Chili wirkt ja, das wissen wir, wenn man es halt, aber das ist doch, finde ich, bevor ich das als Extrakt nehme, tue es halt in mein Essen, meine Chili rein, schmeckt auch besser und es regt halt den Stoffwechsel an, es wird ein bisschen wärmer, könnte vielleicht gerade so ein Tipp sein für nächsten Winter, wenn wirklich mit Heizen nicht so weit her ist, mehr Chili essen. Grüntee-Extrakt ist auch so, dann trinke ich halt meinen grünen Tee. Finde ich auch. Also trinken muss man eh was. Also da ist es immer so die Frage, warum diese Abkürzung oder gehen, wenn man die Produkte auch richtig verwenden kann. Denke ich auch. Genau. Was hast du vorher noch gesagt? Dein Traubenkernextrakt? Da geht es ja auch mehr um die anti-entzündliche Wirkung. Ja, genau. Und einfach so, ich weiß gar nicht, hast du mir das Buch gegeben über die verschiedenen Stoffe, die quasi, in Anführungsstrichen, also alle Nahrungsmittel, die gegen verschiedene Formen von Krebszeug, ich weiß nicht mehr genau. Aber das ist Buch Himbeeren, Krebszellen, Hassen Himbeeren oder genau, so. Genau, ja, ja. Hassen Himbeeren und da gab es halt, die haben die klassifiziert in verschiedene Stoffe. Ich glaube, eins davon war so in Richtung Brokkoli, das zweite war eben in Richtung Traubenkernextrakt, dann alles, was rot ist und noch irgendwas. Auf jeden Fall da. Ich kann mich nicht mehr genau, müssen wir mal vielleicht nochmal extra nachschauen und dann nochmal aufnehmen, möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber ja, das lag halt dann rum. Ich habe das, glaube ich, bei irgendeiner, wir hatten mal ein Turnier und da gab es so eine Ausstellung, da habe ich so ein paar einfach mitbekommen und dann, ja. Man greift auch wieder in die Richtung, Trauben kann man auch so essen. Also Obst und Gemüse führt immer wieder darauf zurück, davon genügend essen. Wir sagen also mindestens 800 Gramm, darf auch gern drüber sein. Ja gut, wenn es jetzt 800 Gramm Traum am Tag ist, ist nein, fett. Nein. Ja, aber ich glaube, du hast andere Probleme. Du hast andere Probleme, das stimmt. Ja, und nicht vergoren, wenn es geht. Also da nicht denken, ich könnte es doch auch trinken. Ja, vielleicht, wenn dann Traum. Nein, aber ich glaube tatsächlich sogar, das muss hochkonzentriert sein. Also da, das muss man echt nochmal nachschauen. Also ich glaube, da macht es tatsächlich Sinn, da eine Kapsel zu nehmen. Aber ich muss mal nachschauen. Ja, also generell, wenn ihr das Gefühl habt, ihr bräuchtet da irgendwas, könnt ihr mir eine Blutanalyse machen lassen. Schadet nicht, dass man sieht, was fehlt. Also wir wissen von unseren Ärzten, dass sie sagen, wenn sie Blutbilder anschauen, dass die 3 bei den meisten eben zu niedrig ist. Einfach durch zu viel drin und durch zu viel Klamotten an. Die 3 ist auf alle Fälle gut, einfach allein, weil es anscheinend auch eine gewisse Wirkung fürs Immunsystem gegen diverse Viren hat. Es ist jetzt ja nicht nur Corona, sondern es ist generell gut für die Immunabwehr. Genau. Was fällt noch in dem Bereich? Genügend Wasser trinken ist kein auch. Nee, das ist die Grundlage. Die besten Supplemente bringen nichts, wenn man nicht trinkt und nicht schläft. Also das kommt wieder immer auf dieselbe Schiene raus. Und auch Supplemente machen euch jetzt auch nicht im Training per se besser. Also ihr müsst im Training schon euch irgendwie bewegen und was leisten. Jetzt nicht erwarten, ich nehme jetzt Kreatin und werde von Haus aus davon stärker. Nee, das also ist jetzt so wirklich, das sind die letzten 5-3% vielleicht, keine Ahnung. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele andere Dinge, wovor man sich vorher mit beschäftigen sollte. Genau, oder bevor ihr jetzt jeden Abend anfängt, weil ihr
damit besser schlaft, weil es halt auch wirkt, ob ihr jetzt da CBD, Magnesium oder Recover nehmt. Vielleicht mal schauen, ob ihr in eurem Leben nichts umstellen könnt, nicht andere Wege findet, ohne dass ihr das sublimieren müsst, um schlafen zu können. Und wenn es Meditieren ist, wenn es vorm Schlafen gehen nochmal eine Runde spazieren gehen ist, das Handy früher weglegen, mal analog auf einem Buch was lesen, nicht auf einem elektronischen Gerät, ob es da nicht Mittel und Wege gibt, dass ihr das damit in den Griff kriegt und nicht jeden Abend was nehmen müsst. Hm. So gut es eurem Körper tut, aber trotzdem ist eine gesunde Lebensführung immer der erste Weg. Supplemente, wie der Name schon sagt, sind ja unterstützend und nicht ersetzend. Wer weiß, was wir in dem Podcast jetzt noch sagen müssen? Nein. Dass das T-Shirt weg ist. Das T-Shirt ist weg, stimmt. Ja. Also die erste Mail ist schon geschrieben an uns. Wir verraten noch nicht an wen. Nee, weil wir haben ja selber das T-Shirt noch gar genau. nicht. Genau, wir sind noch in Arbeit. Genau, also wer sich mit den Gedanken gespielt hat, aber heute schreibe ich meine Mail an info, an podcast@crossfit-io.de. Das T-Shirt ist leider schon weg, aber ihr könnt nach wie vor gerne schreiben und Themenvorschläge schicken. Ja, oder es wäre die einzige E-Mail, die wir jemals bekommen. Das kann auch sein. Ihr könnt auch Lob und Tadel schicken. Wie heute war Markus' Frisur wieder furchtbar. Hm. Ja. Oder heute habt ihr euch überhaupt nicht vorbereitet und das hat man gemerkt. Nein, wir haben uns vorbereitet. Wir haben uns vorbereitet. Tatsächlich. Und wahrscheinlich merkt man auch das, weil sonst bereiten wir uns wahrscheinlich nicht vor. Ja, doch, in gewisser Weise doch haben wir uns die letzten 25 Jahre auf alles vorbereitet. Ja. Und du zumindest die letzten 7. Also essen tue ich schon lange ziemlich gut. Genau. Schlafen auch. Ja, das stimmt. Genau. Ja gut, Freunde, ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze heute, oder? Hättest du noch eins gehabt? Nö, bei mir ist jetzt... Mir fällt auch nichts mehr ein. Kopf auch leer, nächste Woche, das war auch eine Frage, aber das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, machen wir dann Equipment. Ah, das war auch genau. eine Frage, was man so an sich, an Ausrüstung anschaffen sollte und wozu. Mhm. Das machen wir dann nächste Woche. Das stimmt, das ist ein guter Plan. Ja, cool. Freunde, dann wie bis immer. Bis nächste Woche. Ich wollte jetzt eigentlich noch kurz ja, dann sagen, sag du deinen Text. Meinen Text. Ja. Nee, jetzt möchte ich auch nicht mehr. Jetzt möchtest du auch nicht mehr. Ich hebe es mir auf fürs nächste Mal. Okay. Okay, alles dann klar. Bis nächste Woche. Ciao, Freunde. Ciao. They fall.